Hallo, wir wollen uns noch mal anschauen, für was man Matrizen noch sehr gut verwenden kann. Und wir haben ja schon gesehen beim Thema Vektoren, Computergrafik ist ein großes Thema, 3D-Grafik, aber auch Malprogramme, 2D-Grafik. Jeder benutzt heute ein iPad, aber kaum einer überlegt sich so richtig, wie eigentlich diese Grafik funktioniert. Und hier kommen wieder die Matrizen zum Einsatz, zum Beispiel um eine Translation oder eine Rotation in einem Koordinatensystem zu machen. Und stellt euch einmal vor, ihr habt zum Beispiel ein Grafikprogramm auf eurem iPad, ihr habt da einen Buchstaben, hier zum Beispiel dieses F, und dann geht ihr mit euren zwei Fingern ran und wollt dieses F drehen. Was passiert wirklich im Hintergrund? Im Hintergrund habt ihr hier euer iPad, sagen wir mal. So sieht das iPad aus. Ja, ich male das mal außen rum. Das ist euer iPad oder auch euer Tablet. Und ihr fangt an hier zu drehen. Und die Pixel im Computer sind ja hier auf diesem Koordinatensystem. Ihr habt eine Bildschirmauflösung von X und eine Bildschirmauflösung von Y. Und jetzt wollt ihr berechnen, wie sich praktisch diese Punkte hier von diesem F bewegen. Und dazu macht ihr praktisch, habt ihr hier einen Vektor. Also jeder dieser Punkte ist natürlich ein Vektor. Und ich will diesen Vektor zum Beispiel um 30 Grad drehen. Ich mache die typische Fingerbewegung und schiebe das F. Ich nehme vielleicht mal eine andere Farbe und drehe das F mal um 30 Grad nach oben. Dann liegt es ungefähr hier und ist rumgedreht. Ich hoffe mal, ich habe das gut gezeichnet. Und dann liegt es woanders. Macht jeder jeden Tag auf seinem Smartphone oder auf seinem Tablet. Aber wie funktioniert das jetzt im Hintergrund? Wie kann man jetzt diesen Pixel von hier nach da bringen? Und da hilft uns wieder die sogenannte Vektorrechnung. Dieser Pixel ist ja ein Punkt. Ein Punkt, der hat eine bestimmte XY-Koordinate. Zum Beispiel hier die Koordinate 17, sagen wir mal 2,5 und 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 7 und 2. Ja? 7, 2. Das ist euer Bildpunkt. Ist natürlich keine sehr hohe Auflösung. Das iPad hat natürlich viel mehr Punkte, aber im Prinzip passiert schon das Gleiche. Und jetzt möchte ich praktisch meinen neuen Punkt hier ausrechnen. Das ist der P-Strich. Der besteht aus X-Strich und Y-Strich. Und jetzt mache ich das über eine sogenannte Rotationsmatrix. Rotationsmatrix. Und dabei multipliziere ich meinen Punkt P. P war ja der Punkt x, y. Und diesen Punkt multipliziere ich jetzt mit meiner Rotationsmatrix. Und die Rotationsmatrix lautet immer Cosinus Alpha minus Sinus Alpha. Sinus Beta und Cosinus Alpha. Wobei da genau. So. Und wo kommt der, also Beta war jetzt in unserem Fall hier der Winkel, den der Vektor schon nach oben gedreht ist.
Und Alpha ist der Winkel, der zusätzlich dazu kommt. Und dann, wenn ich das jetzt mit diesen Punkten x, y multipliziere, kann ich meine Punkte x' y' ausrechnen.